Leute, ich muss jetzt weg. Warum? Weil mein Vater mich gleich abholt. Warum? Weil ich heute zu ihm gehe. Warum? Und soll ich dir das Auto hinstellen? Dann. Das ist mir Wayne, stell es irgendwo hin, da wo der Bus normalerweise steht. Soll ich es zum Krankenhaus stellen? Nein, da wo der Bus normalerweise steht, an der Bushaltestelle. Da wo die Cross steht. Ich weiß nicht, wo das in Tscherno ist. Sag mir mal Koordinaten. Ich bin gerade nicht unten. Das ist klar, braucht ihr noch eine Windschutzscheibe oder sowas? Da steht die brauchen wir dann für den Heli. Da hin. Da ist ein Gebäude, was ausschaut wie so ein altes Krankenhaus. Ja gut, ich stell mal runter zu so einer Bushaltestelle bei. Ah, nur kannst du das Gebäude, da kannst du die Windschutzscheibe mitnehmen. Na, ich bin voll. Ja, toll. Und ich lege jetzt die MP5 Magazin weg. Toll. Dass ich mehr Platz habe. Stell's wieder zur Kirche. Wer hat noch ganz viele Windschutzscheibe? Also hat niemand Platz für eine Windschutzscheibe. Das Auto hat Platz. Ja, ich kann's nur nicht nehmen, weil ich voll bin. Ist ja das MP5 Magazin liegt da am Boden. Freu nicht. Ah, die Munition ist verschwunden. Hey, da steht ein Fahrrad. Oh. Bei der Bushaltestelle. Wenn ihr Streichholz oder sowas findet, mal bitte mitnehmen, ja. Leute? Ich muss kurz essen. Also logge ich mich kurz aus. Mach das. Das gibt's nicht. Jetzt kackt der Server wieder ab. Oh, nee. Oh, fuck it, scheiß Zap-Hosting. So, nach langem Server-Restart und rumprobieren und bla bla blub. Jetzt sind wir wieder auf dem Server mit ein paar Leuten mehr. Die, was wir hoffentlich nicht begegnen werden. Gut. Da ist ein Zombie hinter uns. Ja, der scroucht bloß. Zombie rechts sieht uns, aber das weiß ich. Ganz langsam und chillig. Wo lässt du eigentlich hin? Du lässt verkehrt Wand. Auf hinter dir. Ja, du lässt bei mir voll auf den Stillstand geirrt Wand. Ich bin stehen geblieben bei mir. Weißt du weiter? Geh einfach weiter, wer bloß wieder so lag sein. Ah, jetzt bist du hinter mir. Ob das keiner von denen in Tscherno ist. Er ist bestimmt von denen jemanden. Arschloch werden. Das ist ein Fahrrad, magst fahren. Noch ein Motorrad. Hast du? Zum Glück hat die in Cross Editor. In der Cross waren 5 Bloodbags. Die sind jetzt nicht mehr drin. Welche?
halt ganz schön viele Zombies. Deswegen bleib ich erst mal drauf sitzen, aber warum das Crossdraht? Wie spät ist denn, geh auf den Server? What, halbe Simi wird's. Ich glaub, da wird's genau dunkel, wenn's bei uns in echt auch dunkel wird. Oh. Oder wie spät ist jetzt? Ich hab keine Ahnung. So, 5 vor 8. Haben wir's jetzt schon? Ah? Boah, wow, krass. Glaubst du nicht nur, wer? Keine Ahnung. Hau ab. Ja, dann fahren wir da andere Tankstelle hier auf 14 Kinder, Mann. Ups. Dann fahren wir da bei Zulnitschi. Ich hoffe, dass der Spritzwert reicht. Wir müssen jetzt in Tscherno, scheiße. Und noch Elektro kommt doch gar nicht, oder? Oder war es vor Elektro? Es war vor Elektro da irgendwo. Ja, ich markiere mal da. Ja, oh. Das war klar. Kurz absteigen. Motorrad wieder reparieren. Reparieren. Geh weg, Schild. Jetzt haben wir selber noch als sonst zwei. Also noch eine Lobby, also ein. Sechs Stück. Wenn die beide noch reinkommen, dann. Wieso beide? Ist ja bloß auch in der Lobby. Ah, da oben war noch Freimann. Einmal nur dieser Colonel, hey. Ist so laut. Wie weit zur Tankstelle? 1500 ungefähr. Sind halt die anderen im Tscherno. Jan braucht Tanks, wenn er den Auto drin lassen hat, dann sind die weg. Oder sind nur der Leere drin, genau. Hat gerade jemand geschossen. Hä? Da hat gerade jemand geschossen. Na, das ist die Cross. Nein, da hat aber jemand geschossen. Maschine ist kaputt. Ich hier kann schießen. Hat gerade jemand einmal geschossen. Das war aber ein scheiß Auto. Ja, das Ding kracht da so ein Shepard. Nein, war nicht der. Boah.
Straße. Schürst du auf Zombies, die nicht herkommen? Auf dem Weg dauernd. Okay, ich kann nur tanken. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Keine Ahnung. Was heißt keine Ahnung? Du hast mit ein bisschen Spaß ein Elektro. Ja, können wir machen, dann parken wir da hier unten irgendwo die Cross. Und dann schauen wir mal, ob wir ein paar Spiele finden. Oder ob die Spiele unten. Oder so. South Park ist wieder da. Der ist gestern mit dem Jan durch die Gegend gefahren, mit dem Bus. Der hat einen Jan abgeholt gehabt. 1993. Also etwa 19 Jahre alt. Und Schlamm. Ja, unsere Zuschauer wollen ja auch mal sehen, wie wir irgendwas machen. Die ganze Zeit dumm fahren. Mhm. Oh weh, ich stirb wegen dir. Oh scheiß Busch, Alter. Was ist weh, du störst? Was willst du da machen? Dann kill ich dich. Warum? Weil dann wegen dir gestorben bin. Wegen mir? Ding bleibt da stehen und find Corner. Und keine Spieler. So, deswegen jetzt Corner. Auch nicht. Man bleibt immer nur in der Dings. Was? Nimmst du jetzt auf oder nicht? Gut, dass ich keinen Schuss gehört habe. Was tust du verkehrt? Gut, dass ich keinen Schuss gehört habe. Achso. Ja. Ich hab wahrscheinlich keinen gehört, weil es zu laut ist. Das Meer ist laut. Aber es kann passieren, dass ein Sniper am Berg sitzt. Ey. Ein Elektro. Ein Sniperberg.
haben jetzt den Zombie gesehen, oder? Ja. Leise Waffen, oder? Leise Waffen? Ja, keine leise Waffen. Bist du eigentlich? Da rechts von der Wand. Den Zombie nicht töten. Okay, dann blute ich ihn hin. Dann heil dich. Blut ist. Ja, warm bluten. Hast du Körperbandage oder was? Doch. Nur geguckt, ob es dann aufhört, weil essen und trinken kann es ja auch dann sein, mein Bruder. Ja. Wo bist du jetzt genau? Rechts an der Wand. Siehst du die Hauswand? Genau an der Ecken, da liege ich am Boden. Ja, da kommst. Und ein Zombie kommt auch. Siehst du mich? Hey, gerade irgendwie. Du hast gerade auf mich geschaut. Wie? Wo? Dreh dich nach links. Nach links. Du sollst dich nach links drehen. Ja. Ey, das ist doch, wenn man so im Land sogar, dann sieht man einfach gar nicht. Das ist so geil. Das schaut doch sogar zu mir her und das sagt er mir nicht. Ich mähe damit, dass das Meer aufhört, schon langsam. Gut, dass man über den Zaun kommt, wenn man sich etwas bewegt. Ich brauche noch nicht mal damit hinstellen. Ich bin nur ein Hunting-Knife und so. Das ist Munition für mich, glaube ich.